Korrekt. Nochmal, bitte was? Morgens bis abends andauernd niedergeschossen. Was? Das haben die getan? Duanga, das ist nicht alles. Die haben schlecht über dich geredet. Über deine Mutter. Über meine Mutter? Über deine Schwester. Ich gehe jetzt niederschießen. Nein, komm erst ins PD. Und dann sage ich, Hamza Muchta hat mir gesagt, dass ich das war. Komm erst ins PD und danach kannst du... Mein Auto ist ein Stück Scheiße, Alter. Halt dein Fressen, ja? Boah, wieso habe ich denn hier noch 1000 Metalltrainer? Hä? Hallo, ich bin im Auto gerade bei Ihnen. Hört ihr mich? Ich bin bei Ihnen im Auto. Oh, wo denn? Langsam machen. So! Oh. Ich komme nicht. Sie sind vorläufig festgenommen! Hey. Nehmen Sie die Hände hoch! Alles gut! Hey! Sofort die Hände hoch! Was? Dreh dich um! Dreh dich um! Warum hier? Okay. Umdrehen, an die Wand steht. Eine falsche Bewegung, ich tot dich. Nein! Weg sofort weg da! Eins! Bobby! Zwei! Da vorne hin! Da vorne hin! Wo? Da vorne! Wo? Stehen bleibt! Bleiben! Wohin? Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Jung. Elb, Dicker, 10-4, wenn du weißt, was heißt. Wer sind sie, ey? Dreh dich um. Ja. Dreh dich um. Ja. Wie ist dein Name? Tass. Ey, was soll das, Alter? Ey! Yeah! Ey. Festgenommen, Tops genommen. Ich mach dich mitten im Jahr. Stück Scheiße. So, ich durchsuch dich erstmal. Kannst du machen? Ey, hilf mir! Du, 17 Bitcoin. Hey, was nimmst du meine Bitcoins weg, Alter? Tja, so ist das. Ja, ja, ja. Das war wertvoll. Ja. Lass sie da, wo sie sind. Nein, doch nicht. Du Anker, lass sie da, wo sie... Da hat mein Fahrzeug, hey! Nein, lass ich nicht. Ich rede so wie du. Du redest echt scheiße. Echt, ja? Naja. Kannst du mich bitte loslassen? Das natürlich nicht. Sie sind hoffentlich festgenommen, weil sie hässlich sind. Scheiß. Du Anker, lass die Hände jetzt weg. 2019. Lass mich los. Sag mal, steig sofort wieder ein! Ja, ja klar! Können Sie mich bitte in Ruhe lassen einmal auch? Ich komme jetzt in PD mit einem schweren Verbrecher. Ein Scheiß! Damit ist nicht Lokotoni gemeint. Ich komme... Sag mal... Nimm mein Auto! Das war dein Auto. Ich werde dich kriegen. Finden. Und losstellen. Halt dich Schnauze, du bist langweilig, wenn du so redest. Hey, bist du Duango oder bist du jemand anderes? Ich bin... Ich bin Darth Vader. Okay, weil ich bin von GTF. Ich weiß nicht, ob du Duanga bist. Nein, bin ich nicht. Scheiße. Ich bin Duanga. Bist du nicht? Bin ich. Duanga, ich komm grad von der Ob. Mach das nicht, Duanga. Warum? Ich du bist gar nichts von der GTF. Gar nichts. Schade, Marmelade. Aussteigen! Ah! Die Tür ist auf! Jetzt! Lass mich frei, ey, das gilt nicht für deinen Dienst. Du bist ein korruptes Schwein, okay? Das weiß jeder hier. Ja! Ja! Hier, du Stück Scheiße! Bleib stehen jetzt! Einmal aussteigen, bitte. Ja, na gerne! Ja, klar! Sie bleiben sofort stehen! Und drin, Alter! Einmal bitte führen! Führen Sie ihn, bitte! Ja. Nein, weiß ich auch. Einmal stehen bleiben, sonst taser ich sie. Stehen bleiben, bitte! Ja. Aufhören, stehen ich bleiben. Ich lauf doch, ist jetzt gut, komm, wir laufen jetzt. Nein, sie bleiben jetzt stehen. Nein, nicht schießen, aufhören. Stehen bleiben, junger Mann, hallo. Wohin gehen wir, hoch oder runter? Sie bleiben jetzt einmal bitte hier stehen, ich mach mit Ihnen jetzt hier die, ich sag Ihnen, was los ist. Hallo, Mukta. Also. Ganz ruhig jetzt! Also. Herr John Kacken habe ich vorgefunden an der Wurfelpark Garage, ich wollte ganz normal mein Auto auspacken. Mukta. Ich hab, sei ruhig. Sei ruhig. Korrupt, diese Schweinmuchta, vertrau mir bitte. Solche Vorwürfe möchte ich hier nicht hören, ja? Also, sorry. ganz einfach, kurz und knackig. Ich habe ihn seine Waffe entledigt, das ist eine normale Pistole gewesen. Der wollte auf mich schießen, er hat 2 Schüsse abgegeben, ich habe mich gerollt. Ich bin dann zu ihm gelaufen, hab so gemacht, ja, sie sind festgenommen. Der Typ labert eine Geschichte. Irgendein anderer einmal entfesseln, bitte. Dann hat er mir gesagt, er hat einen Auftrag bekommen, dass er mich abziehen soll. Und dann habe ich ihn festgenommen. Also einmal versuchte Mord, Widerstand gegen Staatsgewalt, Widerstand gegen Duanga Gelinger, Fofuna und Anausas, Pistole dabei. Ich habe gar nichts, kontrolliert mich. Ich habe doch schon alles weggenommen von dir. Ich schwöre, er lügt euch an. Einmal bitte festnehmen, ja? Und die richtigen Hafteinheiten geben. Mach das nicht mit mir. Ihr habt gehört, Jungs. Wer schreibt Akte? Du Haufen Stück Scheiße. Beleidigung kommt auch noch dazu. Ich mach das. Natürlich. Ich kann mich nicht bewegen. Geile Fesseln. Ich glaube, ich komme zurück. Duanga, kann ich zurückkommen? Ich glaube,
Ich bin guter Polizist. Ja, ja, sehr guter Polizist. Deswegen deine zwei Schüsse auch daneben. Ja, ja, ich hab mich mal geschossen. Jungs, ich hab einen Waffenschein. Ja, ich kann die Pistole tragen. Pistole? Was ist ein Pistole? Ganz Pistole. Kurz, Duanga, kann ich dir kurz sprechen? Natürlich. Also einmal bitte abfahren, Rechte vorlesen, nicht vergessen. Moment, ich lese die Rechte vor, bevor er sagt, hat nicht gemacht. Moment, Moment, sag mir erstmal, was er alles gemacht hat. Also er hat gemacht, einmal auf mich geschossen. Ja. Pistole dabei gehabt mit Schalldämpfer. Ja. Beleidigung gemacht. Das ist nicht er gut, hat versucht, mich zu bestechen, als er meinte, ich gebe dir 100.000, aber lass mich frei. Ich schwöre nochmal die Rechte. Das ist Lüge, ich schwör's euch, ey, gib mir 10.000. Und jetzt gerade nochmal Beleidigung gemacht. Och da, will mir 60 Schatzanhalten geben. Mocht ja, wartet noch kurz mit der Inhaftierung. Was ist los mit dem Mocht? Nein, keiner wartet, ich bin Major. Anhaft den sofort. Duanga. Nein, er geht Gott, rein. Alter, für nichts, ich bin gerade wach geworden, Alter. Puh, hat er, schlag euch hat er das wirklich Weich gemacht? Soll der wirklich rein? Weil wenn der eine Akte kriegt, hat er keine Chance mehr aufs PD. Will er ins PD zurück? Soweit ich weiß, ja. Das da, mir das ab, Mann. Komm mal hierher, John Kacken! Ja, ich kann mich nicht bewegen! Rutsch aber weg, das liegt jetzt an ihm, Lieutenant. Mach mir die Fußfessel. Oh, geil, mach mir frei. Komm her, John Kacken! Ja, mach mir die Fußfessel frei jetzt. Oh, ja. Oh, ich hab. Warte, ich trag ihn her. Ich hab meinen Fuß getreten. Mach die Fußfessel frei. Meint ihr, er will echt ins PD zurück? Ai. Fuß getreten. Willst du ins PD zurück, John Kacken? Mocht er meint das ernst? Ja, das ist mein Ernst. Ja, ich hab ihm gerade gesagt, dass du zurückkommen willst. Und wenn du jetzt eine Akte kriegst, dann geht das leider nicht mehr. Ach, deswegen. Du weißt ganz genau, dass mein Traum war, wieder zurückzukommen. Ich weiß, aber deine Zukunft liegt gerade in Duangas Hand. Willst du 100% zurückkommen? Du wolltest mich doch gerade festnehmen. Halt deinen Schnauzen. Kannst du mich bitte. Komm mal, mach da. Halt deinen Schnauzen, hab ich gesagt! Du sagst jetzt, Duanga Kalinga Fufuna Unana Oses. Du bist der Rechtmäßige. Du bist der rechtmäßige Besitzer über Los Santo. Sag es. Oh. Duanga, Uno, Fufu. Tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich will wieder zurückkommen. Nein, nicht nur tut mir leid. Noch was ich gesagt habe gerade. Du wirst das niemals. Tu mir das nicht an. Hey, Kleiner. Die Akte. Ja, du bist wirklich. Also, kann er weggehen, bitte? Nein. Nein, nein, die sollen das alle hören, kein Problem. Nein, John Kacken hat was zu sagen. Bitte? Ich hab hier einen Scheiß zu sagen. Und okay, alles klar, mitnehmen, Akte eintreffen. Nein. Und er kann nie wieder ins PD. Dann los. Will doch, er will was sagen, er will was sagen. Ich warte gar nichts. 3 Sekunden. 1, 2 und... Duanga ist wirklich derjenige, der die Stadt hier im Griff hat. Also ohne ihn läuft hier nichts. Mehr kann ich nicht sagen. Ist okay? Du hast die Los Santos, Los Santos in der Hand. Mehr. Ich werde dich so... Ja. Was sagen Sie, Duanga, haben die Informationen Ihnen gereicht, oder... Es ist die Information. Nein, nein, ich möchte einfach genau diesen Satz hören, den ich gesagt habe. Kannst du nochmal wiederholen? Haben Sie keinen Bock drauf. Nochmal bitte wiederholen, ich hab's. Duanga Kalinga Fufuna Unana Osas, Sie sind der rechtmäßige Besitzer über Los Santo. Und du bestimmst jetzt, dass ich bin ein. John Kacken ist ein Haufen Kacken. Ey, das ist doch jetzt zu viel, Alter. Nein, das ist nicht zu viel! John Kacken ist ein Haufen Kacken. Duanga! Mochta! Mach mir die Fesse frei! Mach mir die Fesse frei! Entfessel ihn! Entfessel ihn! Jetzt die Fesseln frei! Du weißt! Entfessel sie, der Muchter! Macht eure Waffen bereit, genau so! John Carsten, hören Sie mir zu! Genau so! Sie lernen sich unterzuordnen, wenn ein Hochrangiger was sagt, dann tun sie es einfach! Macht eure Waffen frei, meine Lieben, genau so ist es! So, Duanga, hört zu jetzt! Ja? Warum ziehen die auf mich? Ich hab doch nichts gemacht, Jungs! Waffen runter! Du bist wirklich derjenige, der die Stadt hier im Griff hat und es ist mein vollster Respekt und das Geilste, was jemals war, mit dir zu arbeiten, mit dir, Muchter! Vielen Dank, okay? Das war's jetzt. John Kacken ist Kacken. Das geht nicht, nein, Muchta, das weißt du selber. Muchta, mach die Waffe. Festnehmen und maximale Hafteinheiten geben. Warte ganz kurz, okay, warte. Okay. Wartet ganz kurz, wartet. Beruhigt euch. Beruhigt euch. Ich fasse nämlich, okay? Ihr macht einen großen Fehler, das schwör ich euch. Wartet ganz kurz, wartet. John Kacken, John Carsten? Nein, John Kacken ist Kacken. John Carsten ist Carsten. Ja. Was? Ist okay jetzt. John Carsten ist Kacken! John Carsten ist Kacken! Ken! Hä? Nochmal! John, du machst da! Ja. Ich sag dir jetzt, steh nicht so dumm rum hinter mir. Die haben den Major gehört. Meinst du es ernst gerade? Du musst lernen, mach die scheiß Pistole runter! Du sagst meinen Männern nicht, was sie zu tun und zu lassen haben. John Kacken ist Kacken, los! So, 3 Sekunden. 1! John Carsten ist Müll, ja. Müll! Kacken! Ah!
Sorry, Jungs, das war's. Was festnehmen! Jungs, schaff nicht mehr von den Augen! Schreib deine Akte, der kommt nicht wieder, SPD! Stehen bleiben! Nein! Wir regeln das schon! Ist doch John Kacken, gut, komm her! Jungs. John Kacken, bleib stehen, alles gut! Bleib stehen! Doch. Das war die Begrüßungsbox, gut. Hast du nicht ausgewischt? Hört mir zu! Komm mal alles zusammen, Polizisten! John Kacken ist ganz normal mit mir hergekommen, weil er sich wieder vorstellen wollte. Er hat nichts dergleichen gemacht. Aber hört mir zu, das war ein Test von mir und ihr wart sehr, sehr gut. 100% gute Arbeit, mochte er sehr gut und du auch sehr gut. Ich wollte testen, ob ihr mir glaubt, weil sonst immer die anderen, die kommen und sagen, er lügt, dann sagen die mal, ja, du Anga, lügt. Sehr, sehr gut. Ich kuss euer Arsch. Also John Kacken, natürlich hat er gar nichts gemacht. Wir gehen raus, Jungs, alles gut. Ich gebe mir den Auftrag, Rang 7. Gehst du zu Prime BTC rein? Wer gibt mir den? SWAT oder so? Ja, definitiv. Definitiv. Vielleicht sogar früher, mal gucken. Was denn? Was möchtest du? Ich bin doch wieder SWAT. Ich will sogar SWAT werden. Genau. Ist weggemacht worden, oder wie? Ja, du musst zu Perso, du musst dich vorstellen und dann entscheiden die das. Oder Duanga kann dich vorstellen, das weiß ich nicht. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen, John Kacken. Ach so. Wartet ganz kurz. Duanga und Hamza, bitte komm. Jungs, das kann ich wirklich nicht vor jedem sagen. Mochtar, komm her. Mochtar, komm jetzt. Hör jetzt auf, um zu albern. Duanga, wen gehört der, die Mule? Ich schlepp die jetzt ab. Die hat nichts bei uns in der Garage zu verlieren. Du kannst sie abschleppen. Lass dich raus, wenn Perso da ist, dann kannst du mit dem reden. Okay. Dankeschön, vielmals. Danke. Danke, Mochtar. Warum schleppt ist, er? Janik, ist keiner von der Perso aktuell da, ne? Begleiten Sie mich raus, Mr. Mochtar. Ja, ich mach Ihnen die Tür auf, kommen Sie. Ich will jetzt Steife fahren. Will einer mitkommen? Komm, lass uns machen. Alles klar. Ich packe ein Auto von mir aus. Soll ich Audi auspacken oder packst du aus? Ja, komm mit. Hol den Audi raus. Oder warte mal, ich kann gute Autos holen. Check. Ne, mein Auto. Ich sehe gar nichts. Hä? Wow. Für wen ist das Auto? Ich kann nichts sehen. Ich pack schon eins aus, ja? Alles gut, ich pack schon aus. Alles gut, ich hab schon eins, kommt. Mochtar, kommen Sie mit? Ich komme auch mit, ja. Wollt ihr Streife fahren, oder was? Natürlich. Ach, Mochtar, was geht dann? Entspannt, was geht bei dir? Oh. Warte, ich hab was vergessen. So, wir fahren ein bisschen Routenkontrolle machen. Markiert mir mal die Route, die erste Route, auf die wir auf dem Weg sind von hier. So, das ist die Koksroute, ne? Okay, fährt sich guter Wagen. Wolltest du Routenratze machen? Ja, natürlich. Klingt gut. Wollen Sie nicht einen Heli in die Luft schicken, der abcheckt alles? Hört mich jemand im Funk? Positiv. Ich brauche einen Overwatch über die Routen, wo wir jetzt hinfahren. Wir machen den Routenkontroll. Wir haben keinen, der fliegen kann. Wie, ihr habt keinen, der fliegen kann? Ist jemand im Auto, der fliegen kann? Positiv. Wer? Ich. Laut der 01 bist du auf keine Route angefahren. Schnausen, hier ist der Major. Dann fliegst du Overwatch, Hamza. Alles klasse. Dürfen wir aus dem Helikopter schießen? Negativ. Natürlich, scheiße. Aber wir haben Fallschirme. Aha. Ist beim PD ein Helikopter, den du auspacken kannst? Positiv, auf dem Dach. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, Schüsse. Wo denn? Hinter uns, auf der Brücke. Auf der Brücke? Habt ihr alle eine Weste an? Ja. Vor uns rechts. Den hier einmal anhalten. Hier spricht das LSPD, einmal rechts ranfahren, allgemeine Verkehrskontrolle. Du brauchst nicht so zu schreien. Oder wenn du so machst, halten die sofort an. Und die hinter uns auch. Einmal absteigen. Der auch anhalten. Das einmal anhalten, bitte. Anhalten. Stehen bleiben, bitte. Einmal aussteigen. Welch dran von aussteigen? Stehen bleiben oder schieß auf die Reifen. Ja, ich steig davon. Einmal vom Auto weg. Ich bin vom Auto weg. Hey, nicht auf die Straße! Bist du Frucht? Du musst mir sagen, wohin. Ja, steig. Komm hier. Komm mir nach. Kommen Sie mir nach. Hinten hin. So, ihr übernimmt den rechts. Ich übernehme die Kacke hier. Den habe ich schon. Alles gut. Ah, das ist mein Auto. Fahr weiter. Hey, du hast einen Kollegen vergessen. Oh. 533. Steig auf, steig ein. Duanga, wo warst du die letzten Tage? Ich war in Ausbildung gemacht bei Fufu Ganese. Ich habe jetzt meinen schwarzen Gürtel mit Strichen. Das ist besser als schwarze Gürtel alleine. Also ich weiß nicht, was in den letzten Tagen vorgefallen ist, Duanga, aber es wurde sehr viel über dich geredet von den Kalis. Was von den Kakis? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit deiner Mutter und Fufu und keine Ahnung. Du sollst doch kommen. Du kannst eh nichts gegen die machen. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber ja, irgendwie ganz komisch. Wer hat das gesagt? Boah, ich war irgendeiner von den Kalis, aber ich weiß es nicht genau. Die waren maskiert. Okay. Weil ich habe denen gesagt, wartet ab, bis Duanga kommt. Und die meinten, Duanga soll doch kommen. Der hat keine Chance gegen uns mit seinem Fufu von seiner Mutter, was eh nicht schmeckt. Was? Ja. Boah, sehr hart. Ich habe ihnen gesagt, wenn er das hört, die meinten, soll er doch hören. Der kann uns eh nichts. Aber du kannst da leider aktuell nichts machen. Weil wir haben sowas wie eine Vereinbarung mit denen jetzt erstmal. Ja, ich weiß. Das ist doch was Persönliches, oder nicht? Ja, und ich würde dich auch bitten, dass du dich daran hältst. Tja, was das PD macht, ist mir scheißegal. Ich bin GTF. Vollidioten.
Ich gehe jetzt mein GTF-Outfit einkleiden und dann gehe ich ein bisschen auf die Jagd. Kann mich jemand am Würfelpark abholen? Ja, ich komme bis gleich. Kannst du mal hoch zum Aslak-Café kommen, da hole ich dich ab. Ja, bin da. Ich sehe dich nicht, stehe auch hier. Wo bist denn du genau? Hallo? Ja, ja. Komm nochmal zum Würfelpark, der Officer. Ich bin schon im Würfelpark, Sir. Ja, komm wieder zur Garage da. Jungs, was sind das für Funksprüche? Ruft euch dann bitte an. Ja? Du Hunger? Ja? Spaß beiseite, gibt's immer noch GTF jetzt, oder? Natürlich gibt's noch GTF. Warum wurde ich aber rausgenommen von da? Warte mal, du warst drin? Was ich war doch Urlaub, deswegen, weißt du? Ja, okay, komm zum Geheimrevier, bis gleich. Kannst du mir sagen, wo das nochmal war? Methodisch am Hafen und bis gleich. Wo genau? Sag mal wo. 100-10045. Mag, hör auf mich zu verarschen. 10045. 10045. Hallo? Hitler, Hella, ich bin hier, komm raus. Ja, ich komm hoch. Bis 10045, wie komm ich raus? Schnauzen. Ich warte, ciao. Steig ein! Hast du ein Waffe? Ich hab gar nichts. Okay, hier. Maske an. Gib mir Munition, gib mir Schalter an. Halt die Fresse. Gib mir den Job, Digga, den Job kann ich dir noch nicht geben. Okay, gut. Lass uns auf einer Ebene bleiben, okay? Halt die Fressen. Okay. Auftrag? Ich hab 3 Aufträge vor. Welche? Was soll ich machen? Also mit den Jungs noch. Mit meinen Freunden. Steig ein. Digga, was ist das für eine Tasche hinten rechts? Wow. Louis. Wow, geile Tasche. Alpina. Mein Traum, schenkst mir den Wagen? So reicht das Stück, Alter. Halt die Schnauze. Hallo, bist du noch da? John Kacken, was willst du von mir? Ich will als GTF arbeiten. Fang nicht immer so an, was willst du? Nein, ich meine es völlig ernst. Ich hab das Gefühl. Halt doch mal die Fresse! Ich hab das Gefühl, du willst deine Sachen nicht durchziehen. Nochmal, was? So wie ich dir sage. Was will ich nicht? Ich hab das Gefühl, du kannst deine Sachen nicht durchziehen. Ja, was denn? Ich bin Zivilist, ich zieh doch. Was soll ich denn durchziehen? Soll ich wieder runterziehen oder was? Hä? Nein, du wolltest doch. Du nicht? Duanga, was denn? Erzähl doch, ich sterbe fast, pass auf. Wolltest du nicht GTF durchziehen? Du hast mich rausgeschmissen von dem Job, dann musst Nein, hab ich nicht. Ich schwöre, ihr habt mich rausgeschmissen, aber ich hatte einfach nicht mehr den Job. Okay. Und damit konnte ich keine Aufträge mehr erfüllen. So viele Überfälle. Ich würde gerne den Auftrag wieder haben mit dir. Du bist wieder in der GTF. Wir brauchen ein paar gute Leute, John Kacken. Ich habe sehr krasse Leute, glaub mir, Mann. Nein, wirklich? Hast du Leute? Ja, wirklich. Aber du musst ihnen auch wirklich das denken, dass sie nichts machen dürfen, dass sie für den Staat arbeiten. Aber es ist so. Was heißt das? Ich darf machen, was ich will, Alter. Ist doch so, oder? Natürlich. Ja, na klar. Und die denken, es ist nicht so. Ich hab wie in der Grundschule. Spieleraub. Kommt im Spielraub. Wollen Sie nicht. Aber 1, 2 habe ich noch. Die kommen mit rein. Hallo. Hallo? Hey, was soll das? Bist du Probleme mit mir? Ach, Mann, Bro. Dann fahr weiter. Hast du ein Repair-Kit von uns? Der war verdächtig. Aber auf jeden Fall 1, 2 stabile. Sogar 3. Naja, du musst die einstellen. Kommt von dir. Die Jungs machen die Flanken. Der da hinten rennt. Alles. Glaubst du dir manchmal selber, was du redest? Jeden Tag. Sobald ich aufstehe, sage ich 1, 2 Wörter. Glaube ich alles, was mir zugesagt wird. Und alles, was ich ausspreche. Ertraue. Ich war jetzt nämlich vor kurzem im Kino. Hast du mich gesehen? Nein, noch nie. Warum? John Wick. Und wie war der Film? Alter, na ich. Hallo? Ich wollte meine Rolle ausspielen. Na geil. Hey, ich sterbe fast. Nein. Ganz locker bleiben hier. Alles gut, bleib ruhig. Wir fahren zu Palito Bay, zu Sheriff Department. Ja, ich habe auf jeden Fall 2 Jungs, die sind dabei. Stabile, stramme Jungs. Wie, die sind jetzt dabei? Das kleinste Detail. Die werden dabei, na klar. Aber John Kacken, ihr müsst doch da aktiv sein, wenn ich nicht da bin. Sag dir ehrlich, wir sind jeden Tag da und ich wäre jeden Tag. Und ich bin auch wirklich öfters da, wenn du nicht da bist. Jedes Mal. Du musst mir halt aber nur wirklich diesen Job geben. Und das Vertrauen schenken. Verstehst du, was ich gerade meine? Ja, natürlich. Ja, gut, okay. Glaub mir, ich scheiß auf dich, Dicker. Ich mach das alles hier alleine. Ich meine, wenn du drauf sagst, du bist nie da. Glaub mir, Großer, das hier alles. Kleiner, meine ich. Richtig, Digga? Weißt du, wen ich noch einhole in GTF? Wen? Buddy Love. Warum Buddy Love? Noch eine ganz, ganz, ganz spezielle Person. Und wen? Du weißt ganz genau, wer. Nein, noch nicht. Gravilas. Wer soll er sein? Ich. Denk einfach nach. Wir haben geplaudert. Mehr sag ich nicht. Danke dir, Kollege. Ja. Du bist krank. Du bist crazy, Mann. Du bist nicht von diesem Ufer. Du bist von einem anderen See. Ich weiß auch nicht, warum. Was macht der Junge da? Hey, warte mal! Ja? Wenn ich auch noch einen Kopf habe? Nein, wen? Meinen alten, ganz alten Kameraden! Und wie heißt der? Du weißt ganz genau, meinen alten Bruder, wo ist er? Kleiner Sack. Warum sagst du mir nicht einfach die Namen? Warum willst du mich verarschen? Mahone! Mahone! Mahone? Den wollte ich auch haben. Guck mal, warte! Kopf! Mahone! Langsam sag. Guck mal! Stammfuchs ist das. Stimme verstellen, ja? Ich bin nicht John Carsten, okay? Ja, alle Autos kontrollieren. Wollt ihr euch irgendwie helfen? Guten Tag. Ja, wir sind hier, um ein bisschen Geschäfte zu machen. Ja, wir gehen rein direkt. Direkt rein. Ja, danke schön. Hallo? Helfen?
Kann ich euch helfen? Anga? Kalinga, Fofona, Onana, Ossas. Onana, Ossas. Oh Gott, oh Gott. Der Ex-Mann und immer noch One-Night-Stand-Lover von Conny. Das, das ist ja mein Vater. Fuchs, bist du das? Vogel? Wie bitte? Das ist John Kacken. Antonio. John Kacken, wir sind hier nicht in irgendeiner Operation oder so. Wir sind ganz normale Zivilisten, du musst dich nicht verstecken. Alles gut. Ach, John Fuchs. Carsten, die Pappnase. Ja. Ich habe beim BD gekundigt, ich brauche Arbeit. Hast du Arbeit für mich? Ja, bitte schnellst du 2 Sekunden. Also jetzt gerade wüsste ich jetzt nicht, was du machen könntest für uns. Warum? Ich will Arbeit. Irgendwas, Reifen wechseln, Autos umpacken, hey, Menschen alles tot gut, machen, ey. Alles. Ja, deswegen, wir sind jetzt schon zu viert. Das ist jetzt gerade so schwierig, ehrlich gesagt. Du hast doch bestimmt... Fox. Halt doch mal die Fresse, John Kacken! Du hast doch bestimmt irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Gangstern. Ich bin auch bewaffnet. Bam, 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 bam. Also Kontakt haben wir grundsätzlich zu Geschäftsleuten. Hat jemand einen Shell-Dämpfer vielleicht? Den kannst du bei Gorillas kaufen. Also wir haben tatsächlich gar nichts irgendwie in der Richtung damit zu tun, dass ich dir irgendetwas auffragen kann. Jo, Fuchs, hast du nichts illegal? Ich weiß bloß, ich glaube tatsächlich bloß gerade, dass ihr aktuell damit relativ viel Erfolg habt, wenn ihr das PD ein wenig an der Nase herumführt. Von daher... Wenn ihr gerade irgendwie dort etwas in der Situation machen wollt, glaube ich, könnt ihr es jetzt gerade die beste Wir haben gerade 4 PD-Ler niedergeschossen. Aber die heulen jetzt gerade rum, wir müssen was anderes machen. Jo, Fuchs, alles klar bei dir? Hast du irgendeine Familie, die dich nervt oder so? Jo, stört euch jemand, zahlt jemand, spuckt dich, Junge, spuckt aus. Wir holen die Ratte. Also wenn es um eine Familie geht, die uns am meisten nervt, wäre es wahrscheinlich OGs, ja. OG? Ja, warum OG? Naja, OG hat hier Tanklaster reingeschickt, die Tanklaste sind dann hier explodiert, mehrmals, dreimal echt? Ungefähr. Ja? Haben hier immer wieder Terz gemacht mit ihrer Bank und hier uns irgendwie zu ihren Erzfeinden gemacht. Ich habe es aber nicht ganz verstanden. Also wenn uns was wirklich gerade nervt, dann würde ich sagen, ist es OGs, ja. OGs, ja. Was kriege ich für pro toten OG? Na, tot muss es nicht sein, ne? Das wollen wir ja nicht. Aber wenn die jetzt vor Mount Chiliad laufen oder so, das wäre ne, eure Entscheidung. Wie viel? $10,000? Nein. 7.500, kein Dollar weniger. 8.500. 10.000, Jungs. 8. Okay, 8. Gut. 8.000 pro OG. Genau. Und für Rommel gibt es 15.000. So hole ich dir jetzt. 13,5. Okay, aber dafür muss 14, das schon von Paletto aus. Jungs, ich sag euch, ich hole ihn gut, abgemacht. Die Insel. Okay. 14 glatt. So machen wir es. Alles klar, Homie. Und wir brauchen Fotos, damit wir es abrechnen können. Für uns habt ihr wenigstens 2 SNS oder sowas für uns? Da alles aufgeschrieben. Ich habe eine, was reindrücken. Kannst du mir die geben? Du hast doch gerade eine Waffe. Nein, also er hatte doch gerade eine Waffe. Ja, aber ich brauche für ihn eine. Er braucht SNS. Ich habe 50er. Bam, 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 bam. Gib schon Carsten. Auf die 5 bitte. Ja, genau. Okay. Ja, wir haben ja alle hier Waffenscheine, deswegen wir dürfen ist nicht alles gut. SNS ich habe auch einen Waffenschein. Alles gut. Warum erwähnst du das eine, jetzt? Wenn einer hat, Winterstein, warum erwähnst du das jetzt? Nee, ich will es nur einmal erwähnt haben. Ja, mir ist schon klar, dass SNS ist. Deswegen habe ich auch gesagt SNS. Oh nein, Hilfe, Polizei, der hat ein SNS. Verhaftet die alle, wo ist die Kredit? Was denn? Okay, habe ich aufgeschrieben, weiß ich Bescheid. Okay, Duanga, wenn du dir sonst noch ein bisschen Geld verdienen willst, ne, wenn du Autos hast, die du nicht fährst, bring die zu uns, wir vermieten die für dich. Du bekommst passiv Geld dafür. Und was mit mir? Okay, ja, was ist los? Du hast keine Autos, alles oder? Alles gut bei Ihnen? Natürlich. Ich bin gerade in verdeckter Heimoperation. Ich habe ein paar Informationen, hör mir zu. OGs gehen in die Easy Credit rein, schicken einen Tanklaster rein, bedrohen die mit Waffen, erpressen die um Geld. Und Rommel bedroht die irgendwie mit deren Bank, dass die irgendwas machen werden. Schreib das mal auf. OGs? Ja. Mach Probleme bei OGs. Ich werde mich daran hängen jetzt bei dieser Sache. Aber du musst auch ein Auge auf Easy Credit haben. Soweit ich weiß, handeln die mit Waffenteilen, Metall und mit Waffen. Ich finde das jetzt raus. Tschüss. Verkaufen Waffen. Ciao. Bitte, ich habe einen 50er. Fuchs, kannst Tom, ich brauche nur einen Schalldämpfer. Braucht ihr ein Auto? Ja, irgendein verdecktes. Ein verdecktes? Komm mal ganz kurz. Winterschwein. Ich brauche einen Schalldämpfer für meinen 50er. Boah, haben die, glaube ich, nicht. Er hat doch gerade gesagt, warte, ich guck nach. Was redest du? Was ist deine Nummer? 658. Ja, ich muss bloß ganz kurz... Achso, du bist voll. Ja, 575. Wie, ich bin voll? Nein, halt deine Fresse schon kacken. Nimm mal eine Tasche oder so. Ich bin voll? Achso, warte mal, brauchst du Metall? Ja, ich gebe dir Metall. Wie ist deine Nummer? Jo, ist das? Komm mal ganz kurz. 6, 7, 8. So, jetzt. Okay. was? 6, 5, 8, ne? Ja. Yeah. Okay. Zwar kein Schalldämpfer, aber eine Switch. Auch ganz cool. Was soll ich damit denn?
Naja, ein bisschen nebenbei, ne? Wenn Scheiß auf dich. Fuchs, bitte, ich brauche einen Schalldämpfer. Er sagt, ich soll zu dir kommen. Aber ich habe wirklich keinen. Winterstein sagt, ich soll zu dir kommen. Ja, wirklich. Ja, aber das sagt er ja nur, weil ich dir das vielleicht nochmal, ne? Geh doch mal jetzt rein, hol doch mal. Bei unserer zwischenmenschlichen Beziehung besser erklären kann. Wir haben wirklich keinen. Ich hab selber keinen. Weißt du, wo ich welche kaufen kann oder einen? Bei, ja klar, bei Goreas. Die sind doch gar nicht mehr da. Doch, da sind immer noch Mitarbeiter da. Okay. Ist wirklich so. Ich weiß Bescheid. Entspann, nimm das Auto gerne. Ich fahr. Du scheller Mann, Alter. Jedes Mal. Haut rein! Wir machen das. Hör zu. Fahrst du Uji? Hör doch zu. Ja. Yeah. Jetzt schreibst du auch auf, dass die auch Waffen haben. Doch, wenn die Waffenschein haben. Die sind auch korrupt, die Schweine. Du Vollidiot, ich hab schon lange alles weitergegeben. Ja, sehr gut. Okay, OGs. Ich dachte, ich bin schlauer als du, aber ich glaube, du verarschst mich gerade. Sei ehrlich. Hast du schon vorher nicht gedacht, oder? Natürlich. Ich bin ja noch nicht dumm. Komm gut. Weiter. Hörst du, Makimi OGs? Schleife? Ja, natürlich. Ich werde diese Schweine finden. Na, hör doch zu, Rommel. Rommel will mir was schön. Rommel will lieb zu mir sein und will mir helfen. Der Arme, soll ich das jetzt wirklich antun? Oh Rommel Gott. Wollte dir wirklich helfen? Er wollte mir helfen, er wollte mich aufnehmen, er wollte mich lieb haben. Er wollte mich zu irgendeiner Familie reinstecken. Bis der Mond in mein Ghetto kracht. War schneller jetzt, nicht normal, Alter, wirklich. Kennst du diese neue Familie am Wimmelpark? Ja, wer ist das? Ich weiß auch nicht, die sind neu. Konnte nicht mehr gestern. Hatini Sikini. Was heißt das? Gib mir Messer. Woher soll ich das wissen, dass sie deine sprechen? Die haben es mir übersetzt. Voll Idioten, ne? Fahr. Langsam. Gas, junge Mann. Aber die sind nicht mehr hier, die OGs. Stimmt. Die sind nicht mehr hier. Ey, yo! Hallo? Hey. Kollegas! Ja? Yeah. Bruder? Ich habe eine Frage. Yeah. Hat dir vielleicht einen Schalldämpfer oder so verkauft? Ich habe leider gar nichts, Bruder. Scheiße, von wem bist alles du? Gut. Ich bin von über Criminals. Kriminell. Was verkauft ihr? Kriminell. Wir verkaufen gar nichts. Autos verkaufen wir. Bruder, kannst du mir sagen, wo OGs sind? OGs sind tatsächlich... Scheiß auf ihn, er war ein Opfer. Okay. Er hat mich genervt. Na, scheiß mir einfach auf den. Ich sehe nicht meine Schleife, bra. Dein was? Meine Schleife ist das ja nicht, scheiße. Oh, wegen der Idee? Ich denke, Kafkas, ja, die sind die einzigen, die oben noch wohnen. Ah, Kafkas? Ich frag mal, ob die da sind. Oh, hallo, Kafkas. Liegt der da? Naja, er wollte nicht aufhören zu reden und zu nerven und dann habe ich ihn niedergeschossen. Sehr gut. Kann ich euch helfen? Ich wollte fragen, ob ich hier irgendwo Schalldämpfer verkaufen kann. Schalldämpfer? Ganz falsch. Was verkauft ihr? Wir verkaufen aktuell gar nichts. Ich brauche Waffen. Ich brauche Drogen. Drogen? Ich habe noch ein bisschen Joints, glaube ich. Ja, das wäre nett. Weißt du, wo ich vielleicht Waffen kaufen kann? Boah, wie heißen diese, in der Stadt gibt's doch diese Gorillas oder sowas. Nein, Kaki-Kartell. Ich meine von richtigen Waffen. Die Kakis verkaufen. Ja, aber Gorillas haben auch richtige Waffen. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, kann man Ammunition auch? Gorillas, Ammunition, irgendwo da, glaube ich. Ja, da bekommt man SNS-Pistolen. Okay. Ich höre mich mal um, aber ich brauche unbedingt Schalldämpfer und sowas. Ich frage mal die Gorilla. Dankeschön. Die müssen auch Schalldämpfer haben. Ja, ich glaube, bei den Gorillas wird man fündig. Okay. Danke, tschüss. Kein ciao. Ding, ciao. Hallo. Steig ein. Hörst du mich? Steig ein. Wer bist du? Steig ein. Hallo, wer bist du denn? Wo bist du? Oder was machst du, ja? Wie will ein Karteller machen? Wer bist du denn, Junge? Wieso fragst du? Jetzt sag doch mal, du bist... Nee, du holst nicht von irgendwo hierher, Digga, für was denn? Hallo? Ja? Oh mein... Hallo? Ja? Junge? Hör mich aus, wir sehen gut, du Arschloch. 630, nein, Digga, was soll ich machen? Entschuldigen Sie mich jetzt, oder? Wie sieht's aus? Nein, ich hab dich aus Versehen geholt. Okay. Ich war gerade am Farmen, für die Familie natürlich. Ah, was farmt ihr denn so? Was wir farmen? Ja. Yeah. Blätter. Ah, ja. War knapp, ja. Ich war doch gerade Blätter farmen. Hier ist eine öffentliche Reise, verpiss dich. Dankeschön, ja, ich weiß nicht, wer du bist. Er hat sich in den Fingern gejuckt. Nein! Hallo? Ja? Yeah. Sag mal, was macht ihr hier? Weiß nicht, wir sind gerade hier hochgefahren, wir wollten zu OGs kommen. Ich werde dir alle tot machen. Ich werde die alle tot macht. Ich werde die Kackis tot macht! So, John Kacken, hörst du mich? Sei kein falscher Fuffi, ich schwöre dir. Mach das nicht. Mach das bitte, fick nicht, bitte mach das nicht. Hallo, eine Frage, hallo? Ey, Jungs, was los, Alter, alles gut? So. Ja, ich stehen bleiben, Hallo, Oseng. Warum? Oseng. Warum? Oseng. Hey, lass uns in Ruhe, Jungs. Alpi, steck mal aus. Ich zieh auf den. Alpi? Wo ist Alpi? Sag mir nicht, er hat ihn als Geisel...
Jungs, Hände bleiben oben. Jungs, holt mir Mediziner, bitte lass mich. Einsteigen, komm, einsteigen. Jungs, schickt mir Mediziner. Wohin einsteigen? Ins Auto, schnell. Jungs, okay. Schickt mir Medic. Bitte, Alpi, mach das nicht mit mir. Du weißt, ich werde dein Bro. Als Maul. Mach die Tür auf. Da, aussteigen. Nicht als Fahrer. Du bist sehen. Ja, Huse. Ja, okay. Spaß, alles gut. Mach sie platt, wir haben dich zurückgeprankt. Was? Ja. Was hast du für ein hässlich Muster auf? Kapuze. Kapuze Ciao. Nennt man das. Wir sehen uns, ja? Warte mal. Nicht nochmal. Ja? Ihr habt auf meinen Mutter gelabert. Was? Dafür werden wir uns nochmal sprechen. Wir sehen uns. Was war das für ein Joke? Ich hab schon Angst gehabt. Ey, sei kein falscher Profi, bitte. Was ich sagen wollte ist, fick bitte nicht meine Laune, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Halt bitte, dein Fressen. Nein, du, mein Kriminell! Du musst mal ein bisschen... Ich hab's so extra gemacht, damit du uns nicht erkennst. Du musst mal ein bisschen chillen! Ja, okay, das tut mir leid. Das tut mir leid, sorry, I'm sorry. Es reicht. Duanga, mach keinen Scheiß, ja. Sei doch mal schlau, wir sind GTF, du Vollidiot. Hab mal Verstand, so soll ich mit dir arbeiten? Geh jetzt raus! So redest du mit mir? Okay. Nein, aber ich mein's ernst. Lass doch jetzt mal arbeiten, Alter. Ich raste hier aus. Mach das nicht. Nein, nein. Der mir wird schwindelig gerade auch. Schlaf was ein. Wow, wie schnell fährt er hier runter? Der ist schnell. Hilfe! Mediziner! Hallo! Hallo, ich bin tot! Stopp! Sprich Funkgerät! Du bist... Gib Gas! Hey, Hilfe, stopp! Halt. Bleiben Sie stehen! Sag mal, Spähen ab! Stopp, bitte! Ich habe einen Verletzten hier! Binti oder was? Ja, aber Sie müssen doch auch hier. Was soll das denn? Halt hallo, die Fressen Hilfe, und mach ihn auch jetzt! Hey, ich kann einen noch meinen Kollegen rufen? Nochmal was? Genau so, ich... Also erstmal kommen wir jetzt hier von der Straße runter. Kleinen Schutschers! Er holt mich schon hoch gerade, hey, was... Was nimmst du mein Auto? Ich wollte dich nur einmal wegpacken, Entschuldigung. Wie heißt dein Name? Warum denn? Ich wollte ein bisschen Drogen kaufen und so. Mein Gott, ey. Wer kauft denn die Drogen? Wer ist das da? Ich will auch nichts damit zu tun haben, mit diesen Drogen. Mhm. Keiner weiß, Digga. Nimm's mal ein bisschen netter, Digga. Ja? Schnauze und mach, was ich dir sage. Wie Schnauze? So wie ich dir sage. Auf keinen Fall. Bist du Gangster? Bist du Gangster? Natürlich bin ich Gangster. Ich schieß dir in die Fresse. Nächstes Mal machst du, was ich sage. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Laufen Sie mit mir. Besser ist es für dich. Ja genau, ziel auf sie. Nie wieder so ein Quatsch, ihr Kleinen. Steck ein. Mach dir einen Platz. Mann. Spaß, ja. Fuck MD! Schnell, steig ein. Schnell. Fuck MD! Fahr weiter. Was los? Was los? Ja, inzwischen aus Reflex gesagt mein Name. Das Problem ist, die Stimme ist zu auffällig. Boah, Habibi, Alias, danke dir für 18 Monate, mein Bre. King Mose, danke dir für 100 Bits. Ole Olsen, danke dir für 8 Monate. Melly, danke schön für 9 Monate. Twitch Prime ist kostenlos, hermanos. Und Armanitas, muchos gracias für den Support, hermanos. Wir haben so viele Aufträge und du machst... Fahr vor OGs, fahr doch zu OGs. Ja, ich war doch da, mir da. Was? Ich war gerade da. Hallo? Okay. Duanga? Ah, ja, yeah, natürlich! Was ist mich verarschen los? Hör mal zu, lass mir auch mal die Rechte ganz kurz. Du hast warte mal, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee! Mama, ich bin kriminell! Ja, ich bin kriminell! Ich hab's doch extra gesungen, damit der Junge reinfällt. Halt die Fressen! Okay, langsam wird's mir. Also. Ich hab gesagt, halt deine Fresse! Du sollst sagen, ja, Sir, jawohl, Sir! Ich halt mein Fressen, Sir! Kali, Kartell, es ist Mr. Bitcoin. Lauf schnell, wenn hinter dir her ist, hast du keine Chance. Du hast so